Also, der dritte Teil, das Lada Test Tuning Schiguli. Nicht Test-Tuning. Na klar, Das ist volles Rohr-Tuning. Test volles Rohr-Tuning Teil 3. Da ist er, der Süße. Und ich würde sagen. Helmut, Einsatz! Einsatz! So. So, wir haben jetzt hier die extreme krasse Zündung. Was ist nieder? Die Scheiße ist zu. Die krasse Zündung. Zündschloss, da haben wir das Zündschloss. Was ist das Zündschloss? Wir kloppen einfach mit diesem kleinen Zündschlüssel auf dieses Zündschloss. Zack, schmeißen es weg, drücken auf diesen Knopf und dann... Achso, der Neger! Der Neger! Da ist der Neger! Helmut, der Neger! Er schnurrt wie Bienchen! Hier nochmal die Auspuffanlage. Teil 1. Und Teil 2 schon gesehen. Helmut! Helmut! Ich nichts gemacht! Helmut, nichts gemacht! Hat leid! Jawoll! Radio. Ja. Mit ein und einem halben Knopf. Zack, geht's an. Warte, Helmut. Willst du einen Schluck? Nee, danke. Dein Helmut, einmal lauter machen, bitte. Scheiß Zeug kannst du halt hin und auf. Feinstes Meerrauschen. Das High Definition Radio. So, wir haben jetzt hier hinten noch extrem viel Platz. Man kann auch hier hinten durchsteigen, wenn man aussteigen möchte. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Steig das mal in Ruhe aus, hätte ich gesagt, ja. Hätte ich auch mal so gesagt. Wolltest du Schraubenzieher kaufen? Wolltest du Schraubenzieher kaufen? Nee, muss ich sehen. Dann nicht. Also schließen wir die Pforte, also müssen wir den. Ab dafür. Ab dafür. Zündung. Zündung ausmachen. Man nehme wieder den Zündschlüssel. Und hau den Motor. Man nehme den Zündschlüssel, schmeiße ihn wieder aus dem Fahrzeug und drücke auf den Knopf. Ja. Simpel, einfach und für jeden Wessi-Idioten zu verstehen. Helmut. Dann möchten wir gerne noch das Heckschloss vorstellen. Chef. Man nehme einen Schraubenzieher, stecke ihn da hinten rein, drehe einmal und zack, die Bohne, ist das Ding offen. Ich würde sagen, der Kofferraum ist sehr geräumig, man kann hier locker... Zwei Personen könnte man gerne unterbringen, tot oder lebendig, scheißegal. Ja, das ist egal. Ja. Hat auch gerne was mit Toni. Toni. So, Finger weg, hält. Dann haben wir noch, wie gesagt, diesen sehr schicken Opel Umschau extrem Auspuffkernspucker. Standarte. Wem das nicht gefällt, hier ist die Standarte. Wem die Standarte nicht gefällt, ich habe auch eine sehr große Standarte gerade. Ich merke das schon. So, frisch poliert, frisch vollgewichst. Hier der 12-Zylinder V10 mit 1,3
mit 1,3 Litern Hubraum. Ist die Batterie mindestens. Ja, mindestens. Wenn man zuklappt, sieht man das Light gar nicht mehr. Nicht. So sieht's nämlich aus. Nun weiß man auch, wo das P2P2 herkommt. Genau. Das weiß ich nicht.